Hallo, ich bin Dirk Schäfer und ich habe 5 Tipps für euch, wie ihr ganz easy, ganz locker, einfach bessere Bilder machen könnt, ohne großartig an den Kameraeinstellungen rumfuckeln zu müssen. Wir sind es gewohnt, aus Augenhöhe zu sehen, das heißt, wenn wir stehen oder wenn wir sitzen. Das ist eine Perspektive, die so langweilig geworden ist, weil wir sie so oft selber benutzen, dass sie auf Fotos ebenfalls sehr schnell total langweilig wird. Das heißt, beim Fotografieren, egal ob ihr so ein Monsterapparat habt oder einfach nur mit dem Handy fotografiert, fotografiert nicht aus Augenhöhe, sondern geht in die Hocke, geht in die Knie, geht ganz auf den Boden oder nehmt die Kamera über Kopf und schon werdet ihr sehen, Bild sieht total anders aus. Ein erster Schritt, um ein bisschen mehr Pfiff reinzubringen. Wenn ihr Leute fotografiert, porträtieren möchtet, dann gehört es sich eigentlich, dass man die Leute vorher auch fragt, insbesondere wenn ihr kurze Brennweiten verwendet. Die merken ja, dass sie fotografiert werden. Und wenn ihr sie schon fragt, dann ist es häufig so, dass ein bisschen Druck, ein bisschen Hektik entsteht, nicht nur bei euch, sondern vielleicht auch bei denen. Dann ist es immer gut, wenn man vorher an der Kamera schon die Einstellungen vorgenommen hat, die man auch dann brauchen möchte und nicht dann erst anfängt, da rumzufuckeln, insbesondere wenn man seine Kamera vielleicht nicht ganz so in- und auswendig kennt und vielleicht erstmal überlegen muss, wie war das jetzt noch mit dem Autofokus oder der Belichtung der Blende? Also vorher einstellen, dann fragen und dann geht's ganz flott weiter. Was auch immer ihr fotografiert, sorgt immer dafür, dass irgendetwas im Vordergrund ist. Und zwar nicht euer Hauptmotiv, also was weiß ich, zum Beispiel ein Fahrrad, ihr selber beim Selfie oder so, sondern irgendetwas, das noch davor ist. Und wenn ihr meint, es gäbe nichts in einer freien Landschaft, wie zum Beispiel in Holland oder auf einem Feld, legt die Kamera einfach auf den Boden und ihr werdet feststellen, Grashalme, irgendwas ist da Vordergrund und das macht das Bild deutlich besser. Da erzeugt ihr viel mehr Tiefe im Bild, als wenn einfach ganz platschig das, was ihr fotografieren möchtet, direkt vor der Linse ist. Wenn ihr etwas fotografiert, dann sorgt dafür, dass euer Hauptobjekt, das was euer Motiv bestimmen soll, nicht mittig im Bild ist. Denn das ist eine Information, die unser Hirn total leicht schnell verarbeitet. Das heißt, das wird drauf geguckt und sofort verarbeitet und ist auch schon weg abgespeichert. Uninteressant. Interessanter sind häufig die Bilder, wo das Hirn ans Nachdenken kommt. Wo man sich fragen muss, wie ist das jetzt zugeordnet? Da ist was vorne, da ist was hinten. Und das, was ihr eigentlich als Hauptobjekt im Bild haben möchtet, das sortiert ihr ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter links. Also egal wie, nur nicht in der Mitte. Damit kommt das Hirn ans Arbeiten und dann macht es mehr Spaß. Verlasst euch nicht auf das, was man hinterher in der Post-Production, in der Nachbearbeitung alles noch regeln kann. Sorgt direkt an Ort und Stelle dafür, dass euer Bild so gut wird, wie es die Umstände ermöglichen. Das spart ihr hinterher viel Zeit mit. Zweitens die Nerverei, nach einem Urlaub zum Beispiel 3 Wochen irgendwo durch Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Bildern zu gehen und vor allen Dingen sortiert aus. Alles, was nichts geworden ist, sofort wegschmeißen. Unscharf, verwackelt, alles sofort wegschmeißen. Ihr spart unglaublich viel Zeit und habt hinterher viel mehr Freude an den Bildern, die wirklich was geworden sind. Und dann gibt es noch den Tipp 6. Das waren ja nur die Basics. Wenn ihr mal die tatsächlich intensiven Kenntnisse, Tipps und Tricks von Fotografen erleben möchtet, erfahren möchtet und selber für euch anwenden können möchtet, dann besucht doch einen meiner Fotokurse, zum Beispiel am 8.3. in Bad Tölz. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.